Es war der 1. August 2011, als ein strahlender Jürgen Klinsmann als neuer Nationaltrainer der USA vorgestellt wurde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte damals pathetisch: Ein kleiner Schritt für Klinsmann, ein großer für Amerika. Wir starten mit ihm in eine neue Ära, sagte Verbandspräsident Sunil Gulati. 2 Jahre später ist Klinsmann am Ziel. Die Vereinigten Staaten haben sich zum 7. Mal in Folge für die WM-Endrunde qualifiziert und das vorzeitig. Aber auch im letzten Spiel gegen Panama will Klinsmann nicht ein Stück nachlassen. Selbstverständlich sind wir glücklich darüber, dass wir uns vorzeitig qualifiziert haben. Aber ich habe meinen Spielern schon vergangene Woche vor der Partie gegen Jamaika gesagt, dass wir jetzt in der Vorbereitung für Brasilien sind. Das US-Team hat unter ihm eine beeindruckende Bilanz aufzuweisen. In 41 Länderspielen gab es 26 Siege, 9 Niederlagen und 6 Unentschieden. Kein amerikanischer Nationaltrainer war je erfolgreicher. Klinsmann gelangen 12 Siege in Serie, die längste in der 100-jährigen Geschichte des US-Verbands. Mit seinem Team will er in Brasilien mindestens die Gruppenphase überstehen. Darauf schwört er es ein. Wer auch immer auf dem Platz steht, muss alles abrufen, um sich für Brasilien zu empfehlen. Wir haben nur noch wenige Spiele bis dahin. Es bleibt nicht viel, um genug auszuprobieren und Schlüsse zu ziehen. So sind alle 100% fokussiert. Mit der WM-Teilnahme hat Klinsmann seine schärfsten Kritiker mundtot gemacht. Ehrgeizig, engagiert, erfolgsorientiert hat er sich durchgebissen. Denn zum Anfang der Qualifikation, nach einer Niederlage im ersten Spiel, hatten Fans schon seinen Rücktritt gefordert. Die WM war weit weg. Ich denke, jeder hat die WM-Teilnahme von uns erwartet, aber eine Garantie gibt es nie. Die Qualifikation ist spannend und immer eng. Wir waren im Februar nach der Niederlage in Honduras im ersten Spiel total am Boden. Nun sind wir erleichtert. Die USA feiern, aber Jürgen Klinsmanns Mission ist noch nicht zu Ende. Er will sein Team zu den 10 oder 15 Besten der Welt machen.